So, Hallöchen, herzlich willkommen. Jetzt heißt es ein wenig durchatmen, weil ja, wir haben leider Gottes gegen die Westvorstadt verloren im letzten Spiel. Ah, war das bitte, Freunde der Sonne, da war das bitte, ey. Komm, wir lassen nochmal den trainieren, weil wir es können. Mittelfeldspieler muss mal dringend, Mike Ott, Freunde der Sonne. Der braucht unbedingt die ein oder andere Trainingseinheit. Wen haben wir noch? Und der Betrag, das ist 24 hat 69. Den pumpen wir locker noch auf 70 hoch. Und last but not least, nehmen wir nochmal unseren Deuter. Dass wir den A wieder ein wenig künstlich pushen. So, und dann schauen wir schon mal. Jo, wenigstens zweimal Aha. Die Frischen, die Jungs, die Jungen. So wollte ich sagen. Und ja, bin ich doch mal gespannt, gegen wen wir heute ran müssen. Und zwar gegen, ich glaube, 60, oder? Jo, gegen 60, das habe ich schon gesehen. Weil wir Pressekonferenz machen können, ist ja für das nächste Derby. So, Zielüberblick 70. Ich glaube, das wird nichts mehr. Nationaltrainer Offerte von Ungarn, kennst dich aus. Nee, Bulgarien, es ist, entschuldige, mein Fehler. So, Pressekonferenz. 1. FC Nürnberg, wir ja, motivieren mal die Jungs. Guido Burgstaller, danke, Chef. Kein Problem, immer wieder gern. Hättest du da Tor gemacht, wird es mir lieber fallen. So, Spieler sollen ihre Köpfe, yes, das now. Okay, wir spielen heute, wie gesagt, gegen die 60er. Gegen den Tabellenvierten, da schauen wir jetzt doch nochmal auf die Tabelle. Geschwind, 1. VfB Stuttgart, hat schon wegen am Vorsprung, du. Yes, das now. Zweiter Pauli, dritter Hannover, vierter 60, fünfter der Club. Wir tun uns echt schwer. Hier ist es nah. Heute am 15. Spieltag. Wir haben ja erst 18 Tore gemacht, aber auch schon 12 eingerichtet. Hier ist es nah. Wir haben halt auch eine schlechte Tordifferenz. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. So, wie dem auch sei, wir machen weiter jetzt. Auswärtsspiel. Buddy 60er, Buddy Blauen, Buddy Löwen. In der Allianz Arena. Oh, ich habe noch gar nicht in der Allianz Arena gespielt, jetzt bei FIFA 17, um ehrlich zu sein. Bin ich gespannt. Gut, schaut auch nicht anders aus, denke ich. Wie jetzt bei FIFA 16 jetzt oder das. So, Freistöße. Kennst dich aus. Wir gehen auf Start. Wir haben ja geübt, ne? Freunde der Sonne. Wir haben ja geübt. Allmächt, was wurde das für ein Flachschuss, ey? Pass auf, Burgi! Alter, wenn wir mal so einen Freistoß da wieder haben, ne? Wenn wir mal so einen Freistoß da wieder kriegen, ne? Dann gnade euch, Gottfreunde. Ich zerlege euch da. Ich zerlege euch da. Ja! Ja! Komm, Baby. Burgi! Ja! Du Schnitzeltreiber! Und! Boah, was war denn das, Alter? Hier geht's los, hat er gemeint! Hier geht's los, hat er gemeint! Pfosten! Was Schnitzeltreiber, hat er gemeint! Und drinnen, so knapp! Ja, da geht noch was, Freunde! Da geht noch was! Da geht noch was! Also Latte treffen wir schon mal ganz gut, ne? 9.427. Langt das für den ersten Platz? Nein, langt nicht einmal für den zweiten. Hier ist das na German Christ, du Viech, ey. Meine Fresse, so heute 60 im Olympiastadion. Die wollen ja ein neues Stadion bauen, habe ich gehört, ne? Habe ich irgendwo gelesen, wohl ich. Ist schon wieder vorproduziert wie ein Verrückter, ne? FIFA, ey, Wahnsinn. Wahnsinn, was ich jetzt schon vorproduziert oder habe. Das ist. Wir schreiben heute den Samstag nach dem Release. Alter. So, 60, so Vereine. Beste Abwehr, die 60er mit 11 Toren. Na, das wird heute nicht so bleiben. Club gegen 60. Bayerisch-Fränkisches Derby. Farben muss man, glaube ich, nicht sagen, wer wer ist.
müsste für sich sprechen. So, auf geht's. Auch wieder so ein Tabellennachbar-Duell. Und noch ein Derby. Da ist noch irgendwann extra Pfeffer drin. Erste Chance für die 60er. Dritte Spielminute. Im ausverkauften, in der ausverkauften Allianz Arena. Zu München. Ui, da, ui, ui. Alter. Was geht denn mit den 60ern ab, ey? Schön. Ja! Wieder nichts. Sascha Mildnis, die haben ja eigentlich auch voll aufgerüstet, die 60er, ne? Aber haben eigentlich auch noch nicht so gezeigt, was sie eigentlich könnten mit der Mannschaft. Oder drauf haben sollten mit der Mannschaft, sagen wir es mal so. So, jetzt gibt es Freistoß für die 60er. Wir drücken mal weiter, weil es in die Finger kribbelt bei mir. Olic wird den Freistoß ausführen. Ich hätte halt auch gerne mal einen Freistoß, ne? Oben! Schön! Sally! Du Teufelskribbel von Deuter! Wir sind da in Doppertini! So, wer hat jetzt Einwurf? Natürlich die 60er wieder! Ja, nichts dem Club gönnen, ey! Nicht einmal einen Einwurf, ey! Nicht einmal einen Einwurf hat er gemacht! So, Vorsicht jetzt! Ui! Der Pass ist gut! Flanke, die ist noch besser. Schön ausgewichen. Ja! Tor 1-0, endlich scheppert's wieder beim Club 1-0 gegen die 60er im Derby. Tor für Nürnberg, Matthäus, Tim Matthäus. Trifft endlich wieder für den Ruhmreichen. Alter Verwalter. Da trifft er wieder für den Ruhmreichen. Tim Matthäus, sein fünftes Tor. 17. Spielminute. Sehr schön rausgespielt vom Club. Ja, und das war's dann mit der besten Abwehr, ne, bei die 60er. So, Obacht. Zuccalo. Andrade. Stojkovic. Vorsicht. Schön nochmal dazwischen. Boah, ist der schnell. Ist der schnell. Nein. Nein. Ein wenig schärfer der Pass. Da wäre es die Riesenmöglichkeit gewesen zum 2-0. Jetzt kommen aber die 60er wieder. Schön. Club kommt wieder über Hanno Behrens. Flanke ist super. Nein. Tim Leibold kommt dann doch nicht hin. Tim Matthäus war das Schuldige. Hier nochmals 1-0. Klasse verwandelt. Ins lange Eck nichts zu machen für ein Eiche. Schön dazwischen, aber ich glaube, die haben Einwurf noch. So ist es, die haben Einwurf. Hui. Sally gewinnt nicht den Kopfball, kein Wunder, so klar wie der ist. Hat aber auch schon den ein oder anderen Kopfball nach einer Ecke gemacht, ne? So, der Club beherrscht momentan das Spiel hier. Schön in den freien Pass. Burgi! Junge!
So, nächster Eckball, Kopfball! Boah! Gute Möglichkeit, Nürnberg, klar, bessere Mannschaft. Aber vor den 60ern, du musst auch Obacht geben, Freunde. Du musst auch Obacht geben. Die haben starke, Bundesliga-taugliche Mannschaft eigentlich. Da ist ja auch so ein Ölscheich dahinter, aber bei denen ist wenigstens noch, bei denen wird Tradition wirklich noch groß geschrieben. Obacht! Boah! Schäfer! Mit der nächsten Monsterparade. So, Ecke, wird reintreten. Schäfer, kommt hier! So, Obacht, Wittig. Schön. Wieder nix. Weiter die 60er im Vorwärtsgang. Haben jetzt die Spieler wegen auch besser unter Kontrolle hier, muss ich mal sagen. Viel Ballbesitz. Wahnsinn! Matthäus! Tor 2-0! Tim Matthäus! Der kennt ja nix! Tim Matthäus mit dem 2-0, 42. Spielminute. Hier nochmal, da kriegt er den Ball. Wie er den kriegt und dann, oh, eiskalt, nichts zu machen gegen die Laufrichtung. Ja, da kann kein Torhüter der Welt was machen. Ein Schritt rüber und dann rein ins Glück. Tim Matthäus. Sein 6. Tor, Wahnsinn. 2-0 für den Club. Bei den 60ern. Obacht. Vorsicht. Aicicic. Monsterblock von Marian Saar. Obacht. Vorsicht! Boah, da geht er dazwischen! Eieiei, schade! Somit nochmal Freistoß für die 60er Mittelfeldlinie. Genau an der Mittelfeldlinie, das muss da auch mal können. So, Freistoß, kommt rein! Kopfball, uiuiui, daneben Schussmöglichkeit! Und er geht vorbei und das wird es doch wohl gewesen sein in dieser ersten Halbzeit zwischen den TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg. 1-0, 2-0, was sage ich denn für den Club? Da kann der Morlock schon zufrieden sein, zumindest mit der Chancenauswertung. So, wir machen weiter. Erzgebirge Aue, Heidenheim 0-0. Und Pauli führt gegen Sandhausen. Der Tabellenzweite lässt auch nicht gerade locker, ne? Der Tabellenzweite, der will auch was machen, ja. Ui! Schade. Schade hat er gemacht. Schade hat er gemacht. Komm drauf, drauf auf Mutter. Schön. Was ist jetzt? Was pfeift er jetzt? Wieso Freistoß für die? Was war denn das? Trottel, das war gar nichts. So, Andrade oder Sukalo wird's machen. Der wird lang, der legt ab, Schuss! Was für ein Strich, der 60er. Anschlusstreffer. Ivica Olic. 51. Minute, die 60er jubeln. Und was für ein Strich. Alter Verwalter, was für ein geiles Tor. Was für ein geiles Tor, Freunde der Sonne. Nur noch 1-2 und jetzt wird es doch wieder richtig spannend hier. Ja, das ist das, was ich eigentlich nicht haben wollte, ne?
Schöner Doppelpass, schade, doch nichts, doch nichts. Klasse. Schön. Wieder nichts, schade, wieder nichts. Hm, Burgi, noch nicht so fit, noch nicht so fit, Fragezeichen. Man weiß es nicht. Wir können nur hoffen. Schön geklärt, Etzeler. Jetzt ist Platz da. Nochmal, Guido Burgstaller, Guido Burgstaller. Das muss er machen, mach ihn. Tor 3-1, jawohl. Guido Burgstaller, schau wie er rennt, da freut er sich. Bang, 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 bang. Guido Burgstaller, hier kann er sich gut durchsetzen und dann schiebt er ein. Dann schiebt er ein zum 3-1. Für den Club die perfekte Antwort. Nach diesem Hammertor von Ivica Olic in der 51. macht Guido Burgstaller das 3-1 und er freut sich wie ein Schnitzel. Mit was? Mit Recht. Sein 8. Saisontor für den 1. FC Nürnberg. Der ist halt der Lebensversicherung beim Club, dieser Guido Burgstaller. Wahnsinn! ...3-1, das muss doch nochmal. Unten, jo, Mark Reiter noch einmal. Schöner Pass! Was denn? Foul! Jetzt gibt er nochmal Foul! Beziehungsweise, jetzt gibt er nochmal Freistoß für den 1. FC Nürnberg. So, jetzt machen wir jetzt, pass auf. Matausch! Kopfball, wieder nix! Es müsste, glaube ich, ja, jetzt gibt's Ecke. Jetzt gibt's Ecke, hat er gemeint. Für den 1. FC Nürnberg. Nach 62 Minuten, da sind wir ja nicht mal so schlecht. Da sind wir ja nicht mal so schlecht. Jetzt gibt's aber erstmal die erste Auswechslung. Wir bedanken, die 60er bedanken sich bei Sascha Mölders. Und Ribamar wird hier reinkommen für ihn. Schöne Bur. Ich weiß nicht, ist das positionsgetreue Wechsel? Man weiß es nicht. Er kommt auf jeden Fall rein und die 60er freuen sich. Das ist schön. Das ist schön, hat er gemacht. Kopfball, Tor! Was? Elfmeter! Jetzt gibt's nochmal Elfmeter für den Club! Warum? Keine Ahnung. Handspiel faul, man weiß es nicht. Hätte ich lieber das Kopfballtor gewollt, um ehrlich zu sein. Aber okay. Etzeler, Eichel, Gegen. Tim, Matausch. Matausch, macht ihn! Ja! Nein! Alter, was war denn das für ein Tor? Was war denn das für ein Ding? Wieso zeigt es denn immer an? Wieso zeigt denn immer an, wie ich schießen soll? Das ist aber doof, ne? Egal, es bleibt beim 3-1. Alter, was war denn das für ein Elfmeter? Jo! Schade, 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 Schokolade. Da hätte ich doch lieber das Kopfballtor gewollt, du. Ganz ehrlich. Vorsicht, schön. Wohi? Dahi! Leibold! Tim Leibold! Pfund! Wahnsinn! Sally! Junge, geile Partie! Von beiden Mannschaften. So, jetzt probieren wir nochmal die Taktik. Jetzt probieren wir nochmal die Taktik, nochmal Kopfball-Latte! Nochmal Burgstange! Torchancen für zwei Spiele, Junge!
Warum nicht so gegen die 60er? Warum nicht so gegen die 60er? Alter Verwalter, was war denn das für ein Elfmeter? Was war denn das für ein Elfmeter? Kommt, dafür würde ich euch erwähnen und macht es als Thumbnail. Ach, ist das schön. Jo, komm. Nein, schade. Einwurf nochmal für Nürnberg. Behrens! Boah. So, wir wechseln mal aus. Ja, können wir schon mal machen, ne? So, Mike Ott geht raus, Möwald kommt rein. Matthausch geht raus, Teuchert kommt rein. Und wen haben wir noch rein? Kommt den Kempe für den Burgi. Die Stürmer haben hier soll getan für heute. Schön. Schön, Junge, 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 alter Schwede. Leipold nochmal. Und Tor. 4-1. Guido Burgstaller mit seinem 9. Und das ist, liebe Freunde, hoch verdient. 4-1 nach 82 Spielminuten für den ersten FC Nürnberg. Die Chancen, wo wir heute gehabt haben, alter Verwalter. Das langt echt für 2. Da hätten wir noch was für die Förderer haben können. Aber egal, was soll's. Jetzt kommt der Dreifachwechsel beim Club. Jetzt hat zweimal Matthausch und zweimal der Burgi. Das ist okay, Freunde. Das kann man mal so machen, ne? Kann man so machen. Jetzt gibt es sogar noch mal Freistoß für den Club. So, Leipold noch einmal am Pfund! Junge! Schau her! Alter, der traut sich heute was. Jesus, na, was eine geile Partie. Was eine geile Partie. Es freut mich, dass ich jetzt einmal durchschossen habe, ne? Es freut mich halt, dass ich jetzt einmal durchschossen habe. Schön, komm, setz dich durch, Junge. Nein, setzte sich nicht durch. Setzte sich nicht durch und somit bleibt es beim 4-1 hier. Nachspielzeit wird jetzt auch gleich hier angezeigt. Wie ist die Nachspielzeit? 5 Minuten. Hier ist das noch. Was haben die vor? 5 Minuten Nachspielzeit, aber okay, was soll's. War doch ein geiles Match, war doch ein geiles Fußballspiel heute. So, vielleicht machen wir noch einen. Nochmal der unermüdliche Timmy Leipold. Wieder nix. Aber ich krieg langsam den Dreh raus. Das Gefühl langsam kriege ich raus. Und somit ist es aus. Nürnberg gewinnt. Hochverdient. Mit 4-1 auch noch ein Wahnsinns-Elfmeter verschossen. Da war alles dabei. Packende Zweikämpfe. Monsterschüsse. Traumtore von Ivica Olic. Ihr könnt euch erinnern noch. Ein Elfmeter wurde dir selber am Kopf hinlangt, aber jetzt kann ich natürlich drüber lachen bei einem 4-1. Ich denke, das war doch hoch verdient. Jetzt mal eine richtig überzeugende Auftritt des ersten FC Nürnberg und so kann es weitergehen für die nächsten Folgen. Ich mache hier jetzt einen Cut. Eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns aber wieder morgen dann zur, weiß nicht, 16. oder 17. Spieltag, man weiß es nicht, auf jeden Fall. Wird es, denke ich mal, wieder sehr, sehr spannend werden. In diesem Sinne, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Servus. Euer Frankonia.